Stefan Thome, wir sind auf der Frankfurter Buchmesse, um über Ihren neuen Roman Fliehkräfte zu sprechen. Darin geht es um einen Mann Ende 50, der vor der Frage steht, ob er sein Leben noch mal ändern soll. Finden Sie, dass man mit Ende 50 sein Leben ändern sollte? Ja, das muss man selbst nach den individuellen Situationen entscheiden. Also ihm stellt sich die Frage, ihm wird sie aufgedrängt eigentlich. Er kommt nicht freiwillig dahin, sondern seine Frau ist es eigentlich, die durch eine Entscheidung, die sie trifft, ihr Leben zu ändern, ihn dazu nötigt, eine ähnliche Option auch für sich zu erwägen. Sie sind den dritten Tag auf der Buchmesse. Sie haben es unter die letzten 6 beim Deutschen Buchpreis geschafft. Wie erschöpft sind Sie? Es geht noch. Also heute habe ich einen relativ ruhigen Tag. Gestern der zweite war ziemlich stressig. Ich hatte viele Termine. Dann kam noch die Nobelpreisverkündung für Mo Yan dazu. Dann wurde ich irgendwie zum Experten für alles Chinesische und für Mo Yan befördert. Ziemlich spontan. Und dann hatte ich ein paar mehr Termine noch. Aber heute ist es wieder ganz entspannt. Insgesamt bin ich noch ganz ruhig. Wie ist das? Man ist auf der Buchmesse konfrontiert mit sehr vielen Menschen, die das Buch nicht gelesen haben und man muss es in 3 Sätzen erklären. Erklären Sie es bitte auch für mich in 3 Sätzen. Ein Mann, der auf die 50 zugeht, gerät in eine Krise und die führt dazu, dass er sich auf eine Reise begibt. Und auf dieser Reise begegnen ihm Personen aus seiner Vergangenheit und er denkt über sein Leben nach. Und so wird aus dieser Reisegeschichte eben auch immer mehr seine eigene Lebensgeschichte. Und dieser Mann ist in der Krise? Die Frauen, die ihn umgeben, haben scheinbar mehr Möglichkeiten, mit dieser Krise umzugehen als er. Als Mann ist das auch ein Buch über die Schwäche der neuen Männer? Das weiß ich nicht. Da bin ich ein bisschen überfordert. Vielleicht ist das auch eine Schwäche der neuen Männer, dass sie sowas nicht sagen können. Aber ich bin auch ein bisschen überrascht davon, dass dieser Kontrast halt so stark wahrgenommen wird. Ich habe das beim Schreiben nicht unbedingt so empfunden. Ich wollte starke Frauenfiguren haben, weil ich sie reizvoll finde. Dass man jetzt immer den männlichen Protagonisten so ein bisschen gegen die ausspielt, da bin ich gar nicht so glücklich drüber. Aber vielleicht treffe ich da was, vielleicht trifft es einen Nerv, dass man denkt, Frauen sind in diesen bewegten Zeiten, in denen wir leben, ein bisschen sicherer, ein bisschen besser vorbereitet, damit umzugehen. Mag so sein. Dann wäre das vielleicht auch ganz gut. Dann müssen halt mehr Frauen in Positionen, wo sie auch Entscheidungen treffen können. Stefan Thome, vielen Dank. Zu danken.